Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, was haben denn ein USB-Kabel und eine Micro-SD-Karte gemeinsam? Na, eigentlich erstmal gar nichts, außer hier in unserem speziellen Fall heute eine ganze Menge. Denn ich zeige euch heute von DodoCool ein USB auf Lightning-Speicherkabel sozusagen. Denn hiermit könnt ihr bei eurem iPhone Daten auf Micro-SD-Karte speichern, nur mit Hilfe dieses Kabels und einer zugehörigen App. Und ich zeige euch direkt mal, wie das funktioniert. Also hier habe ich einmal den Stecker, ist ein ganz normaler USB-A-Stecker. Und hier passt dann wunderbar eine Micro-SD-Karte oben rein. Und die schieben wir einfach rein und schon ist das Teil einsetzbar. Ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Ich habe hier mein iPhone, stecke einfach in den Lightning-Port hier unten das Kabel einmal rein. Und dann sagt man schon hier, KISS Disk möchte kommunizieren mit DodoCool. Und ich sage einfach mal auf Erlauben, denn dann springen wir sofort hier in die entsprechende App rein. KISS Disk, wenn ihr das Teil zum ersten Mal einsteckt, dieses Kabel, dann werdet ihr auch automatisch zu der App geleitet in den App Store und könnt euch die dann kostenlos runterladen. Okay, schauen wir mal, was wird uns denn hier so angezeigt? Na, zum einen hier mal der Speicher von dem iPhone selbst, wie viel hier noch frei ist. Und daneben sehen wir dann den Speicher der Speicherkarte hier aus dem externen Gerät, also in meinem Fall hier der SD-Karte. Hoppla, jetzt bin ich da schon einen Schritt zu weit gegangen. Was können wir noch tun? Wir können direkt aus der App hier Fotos schießen und diese werden dann auch sofort auf dem USB-Speicher abgespeichert, also da braucht man gar kein großes Hin- und Herschieben in dem Fall. Ihr könnt natürlich auch direkt Videoaufnahmen hier starten, auch die werden dann direkt auf USB abgespeichert. Und was können wir noch? Als nächstes haben wir hier Zugriff auf unsere ganz normale Fotogalerie, damit wir hier auch Daten kopieren können, dazu aber etwas später. Ihr könnt hier bei Kontaktliste gehen und könnt eine Sicherungskopie all eurer Kontakte anlegen und ja, wenn es notwendig sein sollte, diese auch wiederherstellen dann von der App hier, dass ihr alle Kontakte wieder zurück habt. Und ihr könnt hier auch mit iCloud Drive das Ganze verbinden. Das habe ich jetzt nicht aktiviert. Hier unten drunter finden wir dann noch den kleinen Button für die Einstellungen. Da könnt ihr also versteckte Dateien anzeigen, Dateierweiterungen. Ihr könnt sogar Touch-ID und Passwort aktivieren, dass man nur per Touch-ID und Passwort in die App reinkommt. Eine ganz nette Geschichte. Ja, und viel mehr war es dann eigentlich gar nicht. Und ich gehe jetzt einfach mal hier auf den externen Speicher rein, denn da habe ich schon so einiges hinterlegt. Das ist also alles jetzt hier auf der SD-Karte drauf, was ihr hier seht. Und ich habe dann zum Beispiel mal hier ein kleines Filmchen. Und dann wird das hier direkt in diesem Player dann in der App dann abgespielt. Also funktioniert auch gut, wenn man zum Beispiel unterwegs sich mal für den Urlaub irgendwie Filme oder Serien mit draufpacken will, aber das iPhone ist schon relativ voll, was bei meiner Freundin oft der Fall ist. Dann kann man sich hier also ganz gut mit Material versorgen und hat dann immer genug dabei und kann sich das dann hier anschauen. Also es funktioniert auch alles flüssig, man kann ja auch hin und her springen. Also soweit alles gut. Na, auf Play muss man schon wieder drücken, da seht ihr das schon, also alles wunderbar funktioniert und ist eine feine Sache, aber vor allem auch gut, um Daten zu speichern, denn bei mir ist es so der Fall, ich mache sehr viele Fotos mit meinem iPhone, aber das Foto übertragen, naja, gerade bei Mac und mit iTunes, naja, macht mir nicht wirklich viel Spaß, sagen wir mal so, dann bin ich ganz froh, dass ich hier in meine Fotogalerie gehen kann und kann mir hier zum Beispiel einfach mal ein paar Fotos raussuchen, gehe oben auf Bearbeiten, markiere die dann und sage, diese Fotos, die hätte ich gern von dem iPhone auf die SD-Karte kopiert. Dazu gehe ich hier unten auf diesen Auswahlpunkt, gehe auf External Storage und kann zum Beispiel noch einen neuen Ordner machen. Den nenne ich einfach mal Test, gehe auf OK und sage kopieren hierhin und dann werden die Daten hier direkt rüber kopiert vom iPhone rüber auf die SD-Karte und die kann ich dann ganz einfach über den Computer dann auslesen. Das dauert einen kleinen Moment, was hier leider nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, ihr könnt hier keine Videos kopieren, also Videos, die ihr auf eurem Gerät habt, könnt ihr nicht rüber kopieren, ich habe hier einen extra Videoordner drauf und der wird mir einfach gar nicht angezeigt, also es funktioniert nur für die Sicherung von Fotos im Moment, vielleicht kommt da ja noch ein Update. Im Moment habe ich hier drin eine 8 GB Karte. Ihr könnt natürlich auch größere dort hineintun. Das ist gar kein Problem. Bis 64 GB habe ich schon mal ausprobiert. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich denke, 128 sollten hier eigentlich auch unterstützt werden. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Kopierergebnis drüben am Computer an und schauen, ob auch wirklich alles da ist.
Okay, dann schauen wir mal. Hier habe ich das Datenkabel mit der Micro-SD-Karte. Das stecke ich jetzt ganz normal in den USB-Anschluss vom Computer rein. Und das wird als ganz normaler Wechseldatenträger dann erkannt. Und dann öffnen wir einfach mal den Datenträger und dort finden wir dann alles, was so auf der Karte zu finden ist. Und ich habe hier auch meinen Ordner, wo Test steht. Da gehe ich einfach mal rein. Und dann sehe ich hier schon die Aufnahmen, die ich da eben reinkopiert habe. Das waren hier so Panoramaaufnahmen in meinem Fall. Natürlich sind hier auch die ganzen Videos mit drauf. Das Video, was ich euch eben schon auf dem iPhone gezeigt habe, kann ich natürlich auch hier direkt abspielen. Funktioniert soweit alles wunderbar. Also ist ja so gesehen ein ganz normaler USB-Stick jetzt in dem Fall. Und ist eine ziemlich praktische Sache. Ihr könnt dieses Kabel auch zum Aufladen von eurem iPhone verwenden. Aber nur zum Aufladen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein iPhone mal nehme und stöpsle es hier direkt rein, dann seht ihr, dass das sofort anfängt zu laden. Aber iTunes, das rührt sich hier gar nicht. Auch wenn ich iTunes jetzt hier mal öffnen würde, wird das iPhone mit diesem Kabel nicht erkannt, denn das ist kein Datentransferkabel. Das ist nur zum Aufladen und zum Übertragen der Daten vom iPhone auf diese SD-Karte und von der SD-Karte dann auf den Computer. Also kein direktes Datenkabel zum zum Beispiel wiederherstellen oder synchronisieren. Tja, und dann denke ich, habe ich auch alles gesagt, was es hierzu zu sagen gibt. Ich finde das Teil wirklich sehr, sehr praktisch und werde das jetzt hier benutzen, um mal ordentlich meine ganzen Daten zu sichern, die ganzen Fotos mal vom iPhone rüber zu packen, wo ich mich immer so gezogen habe davor, weil mit iTunes und den ganzen Apple-Sachen, ja, das macht mir einfach keinen Spaß. Das mache ich dann lieber auf diese Art und Weise und das funktioniert ja auch sehr, sehr schön. Von der Verarbeitung kann ich sagen, macht einen guten Eindruck. Der Stecker hier, die Steckerköpfe sind aus Aluminium, sowohl das Lightning-Teil als auch der USB-Part. Dann haben wir hier so Nylon-Gewebe drum und das macht also einen sehr robusten und langlebigen Eindruck. Da habe ich bei DodoCool also keine großen Bedenken, dass da irgendwas nicht gut funktionieren sollte in Zukunft. Ich finde es echt gut und würde sagen, wenn ihr auch sowas brauchen könnt, klickt einfach mal in den Link in der Videobeschreibung, wenn ihr eine Möglichkeit sucht, eure Daten, eure Fotos, keine Videos, gut zu sichern oder eben unterwegs viele Daten auf einer SD-Karte mitzunehmen, um euch Filme oder sonstiges dann anzuschauen, wenn euer iPhone-Speicher mal wieder sagt, ich bin so gut wie voll. Und das wär's gewesen. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer MeerpeCat. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das MeerpeCat-Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.